Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag, wo wir uns heute wieder mal dem Thema Sustainability widmen. Ich habe den Beitrag hier mal jetzt ESG Reporting genannt oder How to Fix ESG Reporting. Das ist der erste Teil, es wird mehrere geben, weil das ein bisschen ein umfangreicheres Thema ist und ich das im Detail erläutern möchte. Dann hier ein Hinweis, dass das alles hier meine Meinung ist. Und jetzt starten wir, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, wie komme ich jetzt auf dieses Thema oder was war der Auslöser? Ja, wer das kennt, der weiß vielleicht, in jedem Herbst gibt es eine Accounting for Sustainability Summit. Und dort habe ich einen Vortrag gesehen vom Professor Kaplan und Ramana, die etwas genau zu diesem Thema erklärt haben. Und zwar haben die ein Paper vorgestellt, dass sie genauso genannt haben, wie ich jetzt meinen Beitrag, beziehungsweise umgekehrt. Ich habe meinen Beitrag nach dem Paper benannt. Und die haben eben entsprechend gesagt, okay, hier gibt es ein Problem und haben jetzt nicht nur ein Paper, also nicht nur eine theoretische Abhandlung gemacht, sondern die haben auch ein Institut gegründet und haben das, was sie da drin beschreiben, schon in einigen Firmen umgesetzt. Ja, also es ist nicht nur irgendwelche graue Theorie, sondern das wird von Firmen auch angewandt. Und vielleicht noch ein kleiner Schwenk, also wer aus dem Accounting-Finance-Bereich kommt, der kennt den Professor Kaplan bestimmt aus der Balance Scorecard und aus diesem Finance-Controlling-Bereich. Also der hat schon einiges gemacht und jetzt eben hier neue Methode zur ESG-Reporting herausgegeben. Gut, jetzt erstmal, wo ist denn das Problem? Naja, ein Problem ist einfach, wie messen wir denn die Treibhausgase? Das ist sozusagen deren Ausgangspunkt. Und wer die vorherigen Beiträge auf meinem Blog verfolgt oder sich allgemein mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, hier gibt es ja das Greenhouse Gas Protokoll. Ja? Danach werden diese verschiedenen Emissionen gemessen, ja? Und die werden unterschieden in Scope 1, 2, 3. Ja? Darauf gehen wir jetzt nicht groß ein. Ich habe jetzt hier nochmal einen kleinen Auszug genommen aus dem Greenhouse Gas Protokoll. Hier unten ist der Link. Und da stehen eben so kurze Beschreibungen drin, was dahinter sich im Einzelnen verbirgt. Und das Problem, was die beiden kritisieren, ist im Prinzip das, was ich jetzt hier gelb hervorgehoben habe. Und zwar, dass wir als Firma, ja, sieht man jetzt hier, CO2-Emissionen messen sollen, die jetzt sozusagen bei Downstream Activities, also bei der Nutzung entstehen. Ja. Und da ist einfach die Frage dann, hey, wie kann ich was messen und die Verantwortung für was übernehmen, was ich gar nicht besitze oder kontrolliere, weil es mein Kunde hat oder mein Kunde nutzt. Ja. Und da habe ich jetzt einfach mal ein paar lustige Beispiele. Ich spiele die Videos jetzt nicht ab. Ihr könnt das ja mal auf YouTube irgendwo schauen, wo Kunden einfach hergehen und Sachen mutwillig zerstören oder kaputt machen oder was auch immer. Ja. Hier fährt der eine über Produkte drüber mit dem Auto, um es kaputt zu machen. Der nächste nimmt ein neues iPhone und zerschießt das. Und ja, das ist ja Quatsch, dass ich jetzt als Firma dafür verantwortlich sein soll. So, jetzt da hier. Ein weiteres Problem ist, dass wir einen relativ hohen Anteil bei vielen Firmen haben, der Scope 3 betrifft. Jetzt muss ich zurückgehen. So, Scope 3. Scope 3 Emissionen sind sozusagen diese indirekten, ja, wo zum Beispiel die Emissionen von meinem Kunden, wo ich die angeben muss. Ja. Teil 1 und 2, das ist so, was ich direkt verantworten und messen kann. Ja. Aber Scope 3 ist super schwierig. Ja. Und ich habe jetzt hier mal aus dem Buchhaltungsbereich hier rechts so ein kleines Bildchen reingemacht. Wer den Ausdruck vielleicht kennt, guckt the books. Ja, also wenn ich meine Bilanz oder meine G&V nicht so gut ausschaut, dann gibt es immer ein bisschen Spielraum, wo ich zum Beispiel andere Bewertungsmethoden hernehmen kann, wo ich so ein bisschen die Inventories, also die Lagerbestände oder Assets anders bewerten kann, um mich besser darzustellen. Ja. Und wenn ich mir jetzt dieses Schaubild hier so anschaue, ja, mit ein riesen Teil an Scope 3 Emissionen, dann erinnert mich das an dieses Idiom, wie es hier heißt, ja, wo ich einfach super viel Spielraum habe, um das hinzufrickeln und das zu reporten, was ich möchte. Und genau das ist der Kritikpunkt von den zwei Profs und dem Paper, ja, dass das eigentlich nicht so geht, weil am Schluss reportet ja jeder im Prinzip das, was er denkt und will und so, wie er will. Ja. Hier noch ein paar Zitate. Aus verschiedenen Quellen, also Scope 3 heißt hier, is not actionable, can be misleading. Dann hier,
outside of the direct control, also außerhalb unseres Einflussbereichs. Dann wird hier nochmal kritisiert, dass es schwer ist, das Ganze vergleichbar oder belastbar zu messen. Und hier ist noch ein interessantes Zitat, ja, also das kann man mal vorlesen. Imagine a financial accounting standard that allows a company to use industry average raw material cost rather than actual invoiced raw material cost. Also diese ganzen Scope 3 Emissionen und auch die anderen, die basieren teilweise auf Umrechnungsmethoden, wo Durchschnittswerte benutzt werden. Ja, und das ist natürlich auch nicht unbedingt sehr verlässlich, ja, und eröffnet quasi echt Spielraum für Manipulation. Ja, und genau dieses Problem wollen die angehen. Wie wollen sie es angehen? Naja, die sagen, okay, hier oben haben wir diesen Ansatz, Scope 1, 2, 3. Hier unten haben wir eigentlich die Prozesse von unserer Firma. Ja, also wenn so eine Firma typischerweise irgendein System einführt, dann zeichnen die ihre Prozesse auf in so einem Schaubild. Ja, da gehen hier links die Input-Faktoren rein, was ich halt einkaufe. Dann habe ich hier meine Management-Prozesse, meine Core-Business-Prozesse und Support-Prozesse und dann kommt hinten ein Produkt oder Service raus. Ja. Und die beiden Konzepte passen einfach nicht zusammen. Ja, warum zum Beispiel? Na, wenn ich jetzt Strom zum Beispiel einkaufe, dann fällt der ja überall an. Ja. Und diese Zuordnung und dieses Messen ist einfach komplett anders da. Naja, was sagen die dann? Was ist die Lösung in dem Paper? Das wird jetzt hier beschrieben. Ich spiele das Video jetzt auch nicht ab. Könnt ihr auch nochmal gucken. Ist im E-Liability Institute auf YouTube. Könnt ihr mal gucken. Ich habe es jetzt in der Form von einer Grafik versucht darzustellen. Ja? Ich überspringe das mal. Wie funktioniert das? Ja? Die machen das anhand von einem Autohersteller deutlich, wo es losgeht. Okay, ich brauche ja erstmal das Eisen. Das muss ja abgebaut werden. Ja? Dann wird das Ganze verschifft, dann geht es in eine Fabrik, da wird dann das Auto gemacht, dann geht es an den Händler und dann an den Kunden. Also super vereinfacht dargestellt. Ja? Aber das vereinfacht vereinfacht die Darstellungsweise. Und zwar machen die jetzt Folgendes. Die sagen, okay, hier beim Abbau fallen jetzt in meinem Beispiel einfach mal 5 Tonnen CO2 an. Ja? So, und dann geht's weiter. Die sagen, okay, diese Tonnen, 5 Tonnen CO2 werden weitergeleitet, ja, an den nächsten in der Kette. Der hat dann nochmal 2 Tonnen, die kommen oben drauf. Der gibt das weiter. Dann an unsere Firma, das sind jetzt wir so hier. Wir haben 3 Tonnen, wir geben das weiter und so weiter. Ja. Und am Schluss, wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt bei unserem Kunden ein CO2-Fußabdruck von 11 Tonnen raus. Auf der Stufe. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt hier bei mir, ja, und das, was ich weitergebe, ja, da ist jetzt dieser Teil nicht enthalten, dann kann ich sagen, okay, bei den Produkten, die meine Firma verlassen, sind 10 Tonnen CO2 enthalten. Ja, also auf jeder Stufe kann ich ganz genau sagen und messen, wie die Emissionen sich verhalten. Ja. So, jetzt ist natürlich erstmal dann die Frage auch, was sind denn die Vorteile von dem Ansatz? Ja. Und zwar ist einfach, genau, verifizierbar. Wir haben Echtzeitdaten, ja, keine Durchschnittswerte und es kommen auch keine Doppelzählungen daraus, wie es zum Beispiel bei Scope 3 häufig der Fall ist. Ja. Und das Ganze basiert auf dem Accounting-Konzept. Ja, dieses Weitergeben, was ich da so angedeutet habe, das ist im Prinzip nichts anderes wie das, was ihr vielleicht kennt aus der Vor- und Umsatzsteuer. Ja. Mehrwertsteuer sagt man auch, wo quasi eine Stufe der nächsten immer den Mehrwert oder die Differenz dazu mal dem Steuersatz weitergibt. Der Nachteil, es ist ein Buchhaltungskonzept. Und Buchhaltung oder Accounting, weiß ich nicht, wer damit wirklich befreundet ist. Viele eher nicht, speziell die aus diesem Sustainability-Bereich kommen und die in der Schule auch nicht gern Buchhaltung gemacht haben. Also es ist nicht so ganz einfach, weil es gibt viel Soll- und Haben-Buchungen und viele Konzepte, ja, auf die man achten muss. Jetzt aber mal, schauen wir uns das mal im Detail an. Wie funktioniert denn das Ganze? Was haben die sich vorgestellt? Ja? Und hier jetzt ein erstes Beispiel. Also, Annahme ist jetzt wirklich super einfach. Wir sind eine Handelsgesellschaft. Jetzt hebe ich das mal hier ein bisschen vor. Wir sind eine Handelsgesellschaft, also wir kaufen und verkaufen einfach nur was. Keine Produktion, keine großen Sachen. Ja? Wir kaufen nur die Güter, die wir verkaufen und auch ein bisschen Strom. Mehr nicht. Ich sage, wir haben eine Halle und da brauchen wir Strom.
Wir schauen nur zwei Perioden an und wir machen keine T-Kontendarstellung. Also das, damit quäle ich euch nicht, aber es kommt ein bisschen was in die Richtung mit Soll und Haben. Also schauen wir es mal an. Also wir betrachten auch hier nur zwei Unternehmen, unsere Firma und den Kunden. Ja, einfach mal beispielhaft zwei Stufen rausgenommen, damit wir sehen können, wie das funktioniert. So, und jetzt geht's los. Achtung, wir fangen an bei unserem Unternehmen in der ersten Periode. Ja? So, was machen wir? Wir kaufen Materialien ein. Also ein Artikel, ja, Debit heißt ja soll, Kredit haben. Was würden wir buchen? Wir kaufen 1000 Stück ein, 10 Euro Kostenteil. Das heißt, wir haben einen Wert von 10.000 Euro, den wir auf Lager legen. Ja, also wir buchen im Prinzip Lagerbestand an Accounts Payable oder Verbindlichkeiten. Ja, so, und jetzt sagen die zwei, okay, in diesen Produkten, die wir kaufen, da ist ein Carbon Footprint mit drin, den müssen wir buchen. Wie buchen wir das? Die nehmen hier so ein Transferkonto, ja, beziehungsweise habe ich das jetzt hier mal so eingefügt, und so sagen wir einfach mal beispielhaft, das sind 5000 Kilo CO2 enthalten, ja, und das buchen sie gegen hier eine E-Liability. So, dann kommt der nächste Buchungssatz, dann kaufen wir Strom. Das Weiße ist immer die Finanzsicht, ja, das heißt, wir buchen jetzt hier Strom oder Aufwand, ja, mit 2000 Euro, einfach der Strompreis, was auf der Rechnung steht, gegen Accounts Payable oder Verbindlichkeiten. Und jetzt ist auch hier ein CO2-Footprint jetzt beispielhaft von 1000 Kilo drin. Das buchen wir jetzt auch wieder rein als eine sogenannte E-Liability. Und dann verkaufen wir das Ganze. Ja, jetzt aber nicht 1000 Stück, sondern wir verkaufen nur 800 und wir verkaufen auf 250. Also haben wir Umsatzerlöse. Die erste Zeile ist quasi Forderung gegen Umsatzerlös mit 40.000 Euro. Und dann natürlich die Cost of Goods Sold gegen den Bestand. Ja, mit 8.000, also es gehen ja 800 raus, wir haben 10 ausgeben, ja, es sind 8.000 Euro, die rausgehen. Also machen wir hier so einen Profit von 32.000. Aber man sieht, hier unten wird jetzt die E-Liability auch wieder rausgenommen. Die wird jetzt sozusagen reduziert unseren Bestand an CO2-Emissionen. Hier rechts habe ich euch das mal aufgedröselt. Also hier wird uns quasi 5.000 Kilo zugeschlagen. Hier nochmal 1000 und hier gehen minus 4800 Kilo raus. Das sind 80% von 1000 und 5000. Ja, das geht wieder raus und auf einem fiktiven Bestand haben wir dann 1200 Kilo CO2-Emissionen. So, und das können wir natürlich dann wieder umrechnen. Ja, ich kann dann sagen, okay, am Ende von dieser ersten Periode habe ich 1200 Kilo. Ich habe 200 Stück noch auf Bestand, also 1000 habe ich gekauft. 800 Verkauf gibt 200 auf Bestand, das heißt 6 Kilo CO2 Footprint pro Artikel. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt schauen wir unseren Kunden an. Was bucht der? Naja, der kauft ja unsere Artikel ein. Er kauft 800 ein zu unserem Preis von 50, ja, und der bucht quasi Bestand an Verbindlichkeit, gleichzeitig aber auch hier wieder eine E-Liability. Die hat er ja von uns. Die kriegt er von uns, die 4800 Kilo. Ja. Dann kauft er jetzt auch zum Beispiel Strom ein. Ja, auch hier wieder Aufwand gegen Verbindlichkeit in der Buchhaltung, die weiße Zeile. Und die gelbe Zeile, jetzt einfach mal beispielhaft angenommen, dass in dem Strom, den der kauft, 800 Kilo CO2-Emissionen sind. Und dann verkauft er es wieder. Ja, diesmal habe ich angenommen, dass unser Kunde alles weiterverkauft. Ja, also haben wir hier wieder Forderung an Umsatzerlös und COX gegen Bestand. Und dann gehen die ganzen Emissionen hier wieder raus. Also die 5600 Kilo aus den beiden, die er sozusagen zugeschlagen bekommen hat, die gehen komplett raus, weil er das Zeug verkauft. Also am Ende der Periode 1 ist bei unserem Kunden nichts hängen geblieben. Jetzt hier basierend auf diesem E-Liability-Prinzip. Schauen wir uns die zweite Periode an. Dann machen wir die gleichen Buchungssätze nochmal. Ich gehe das nur kurz durch. Also wir kaufen wieder was. Ja. Dann haben wir hier wieder unseren Strom. Jetzt einfach mal andere Zahlen angenommen. Und dann verkaufen wir wieder was. Ja? Und hier wieder eine Rechnung. Hier ist wichtig, dass wir hier 1200 aus der Vorperiode übernehmen. Also quasi wie ein Anfangsbestand. Dann kommen diese Sachen hier zu und das geht weg. Ja? Und dann habe ich einen Schlussbestand von 3950 Kilo CO2-Emissionen. Und ich kann das aufbrechen, wo das herkommt. Ja? Und wenn ich das jetzt hier so mache, dann hätte ich am Ende der zweiten Periode 5,6 Kilo CO2-Emissionen für das, was bei mir noch am Lager liegt. Ja, so Sachen kann ich damit ausrechnen. Wie schaut es beim Kunden aus? Naja, der würde jetzt auch wieder seine Buchungen machen. Er kauft jetzt von uns was ein.
ja, 1500 Stück jetzt hier in dem Beispiel, dann hat er hier unsere Emissionen quasi draufgeschlagen bekommen in dieser bunten Zeile. Er kauft noch Strom ein und verkauft dann alles. Na, nicht alles, sondern hier kauft er jetzt 1500, jetzt verkauft er nur 1000 und dann bleibt bei ihm natürlich hier auf dem E-Liability-Konto was hängen. In dem Beispiel jetzt einfach 3000 Kilo. Ja, ist eine einfache Buchhaltungslogik. Anfangsbestand, Zugänge, Abgänge, gibt jetzt diesen Schlussbestand und da kann der jetzt ausrechnen, was dann bei sich im Lager oder pro Produkt hängen bleibt oder was er auch an die Kunden überwälzt. So, jetzt habe ich das nochmal anders dargestellt. Hier oben nochmal unser Unternehmen. Ja, das ist die erste Periode. Das ist die zweite Periode. Das sind jetzt einfach die Grafiken von vorhin nochmal. Und das, was jetzt hier am Ende der Periode stehen bleibt, ist dann der Anfangsbestand von der nächsten Periode. Bei unserem Kunden ist das genauso. Ja? Also er hat jetzt hier alles verkauft, alles auf seinen Kunden übergewälzt. Deswegen ist der Anfangsbestand 0. Dann kommen hier die Zu- und Abgänge dazu und das wäre sein Schlussbestand. Wir können uns auch noch anders darstellen, und zwar habe ich das jetzt so gemacht. Das, was wir jetzt hier als Abgang verzeichnen, ist bei unserem Kunden der Zugang. Ja? Und das sowohl in der ersten als auch in der zweiten als auch in der dritten Periode und so weiter. Also das ist das Prinzip dieser E-Liability, wie sich die Kollegen das vorgestellt haben. Ich male es hier nochmal auf, ja? Hier nochmal diese Grafik, gehen wir schnell drüber, wie das hier entsprechend weitergegeben wird und wie man quasi mit Standardbuchhaltungsmethoden zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle dieser Kette herausfinden kann, was die CO2-Emissionen sind von den Produkten, die ich verkauft habe, von denen, die ich auf Lager habe, von dem, was von meinem Kunden kommt und so weiter. Ja? Und wir haben uns eben auf diese zwei Firmen einfach der Einfachheit halber mal fokussiert. Ja? So ein zweites Beispiel, da gehen wir jetzt nicht diese einzelnen Buchungen durch, ja? Nämlich wieder das gleiche, unsere Firmen. Was habe ich da jetzt gemacht? Naja, ich habe jetzt das nochmal durchgespielt, allerdings mit einem Unterschied, und zwar habe ich gesagt, okay, wir nehmen jetzt nicht, wie im ersten Beispiel, die LIFO-Methode, sondern FIFO. Ja? Also First In, First Out versus Last In, First Out. Warum ist das wichtig? Naja, wenn ich was verkaufe und nicht alles von meinem Bestand verkaufe, dann muss ich ja wissen, was nehme ich raus und welche CO2-Emissionen nehme ich dann raus und übertrage das. Ja? Und was ich hier einfach zeigen wollte, ist, dass man je nachdem, wie man das einstellt, andere CO2-Emissionen an den Kunden übergibt, beziehungsweise dann andere CO2-Footprints in seinem Lagerbestand hat. Ja? Also es ist schon wichtig, dass ich hier mir überlege, hey, wie übergebe ich das denn überhaupt meinem Kunden? Und was misst der dann eigentlich und was messe ich? Und das ist eine klassische Bewertungsmethode, die wie jeder aus der Buchhaltung kennt. So, und dann weitere Fragen. Ja? Jetzt, wenn ihr euch das angeschaut habt, dann gibt es bestimmt 1000 Fragen. Die sind hier teilweise auf dem E-Liability-Institut hier beantwortet. Also ich gehe hier nicht durch alle, nur durch die wichtigsten und auch nur kurz und knapp. Ja? Also, wie kann man das implementieren, was ich euch hier aufgezeigt habe? Ganz einfach, man nimmt ein ERP-System, das was man schon hat. Man braucht hier nichts extra. Wie funktioniert das Ganze mit den anderen Sustainability-Standards? Ja, ihr habt ja bestimmt schon gehört von Greenhouse-Gas-Protokoll, GRI, was die Europäische Union sich ausgedacht hat und so weiter. Ja, und hier ist einfach der Fokus ein anderer. Ja? Also Ziel ist ja nicht irgendwie dieses Greenhouse Gas Reporting, dieses CSRD Reporting zu machen, sondern sich wirklich auf verlässliche Daten robust zu messen, ja, und weiterzugeben. Dann die Frage ist, wie funktioniert das überhaupt, wenn nicht jede Firma das gleichzeitig anwendet? Ja, wenn ich jetzt da einfach anfange mit zwei Firmen und die vorne und hinten in meiner Lieferkette das gar nicht machen. Ja? Sagen die natürlich auch, okay, es gibt hier eine Übergangszeit, ja, es gibt hier eine Adoption Period, aber sie haben das beispielhaft bei verschiedenen Firmen schon implementiert. Ich teile euch danach auch noch ein paar Hinweise dazu und auch im nächsten Beitrag sehen wir da ein Beispiel dazu, wo das schon umgesetzt wurde bei Reifenherstellern, bei Firmen aus dem Elektrobereich, bei Firmen aus dem Automobilbereich, wo das erfolgreich schon umgesetzt wurde. Und wenn jetzt halt nicht alle Firmen am Anfang mit dabei sind, arbeiten die natürlich auch mit irgendwelchen Schätzwerten von den Sachen, die eingehen. Aber das, was die Firma kontrolliert, was die Kunden kontrollieren, das ist dann natürlich anders da als bei diesem Greenhouse-Gas-Protokoll verlässlich messbar. Aber das schauen wir uns später noch an. Ja? Genau, dann, was sagen die? Okay, was soll da hier entsprechend mit aufgenommen werden? Nur Sachen, die unter meinem Einflussbereich unter Kontrolle stehen. Das ist ein wesentliches Buchhaltungsprinzip, ja. Und darauf basiert der ganze Ansatz.
Und wie verhält es sich mit Downstream-Emissionen, also mit dem, was Kunden ja, sozusagen emittieren? Und da sagen die ganz klar, dass verletzt Buchhaltungsprinzipien. Das ist rausgenommen. Scope 3 ist hier nicht in der Betrachtung. Warum? Weil wir dafür nicht verantwortlich sind. Wir können es ja gar nicht verantworten, weil ich gar nicht weiß, was der Kunde mit dem Produkt macht. Fährt er drüber, verbrennt er das, zerstört er das mutwillig, wie ich es am Anfang euch ein bisschen aufgezeigt habe. Gut, jetzt hier zum Abschluss kleiner Ausblick. Also, dieses E-Liability-Konzept ist ein ERP- und Accounting-Ansatz. Der basiert wirklich auf Rechnungslegungskonzepten. So wie wir Buchhaltung machen, machen wir CO2-Accounting. Das ist einfach, überprüfbar. Ja. Es gibt keine Doppelzählungen, die haben wir im Moment bei Scope 3 Emissionen. Es funktioniert wie die Mehrwertsteuer. Also wer ein Umsatzsteuersystem kennt, der weiß, wie das funktioniert. Und wir haben Echtzeitdaten. Echtzeitdaten und Insights. Und das ist hier so eine Grafik, die aus deren Paper ist. Ja. Das ist so ähnlich wie das, was ich euch vorher aufgezeigt habe. Wir haben hier einen Anfangsbestand. Dann kommen hier verschiedene Emissionen dazu. Jetzt zum Beispiel bei denen aus dem Elektrokauf, wo sie Glas gekauft haben, wo sie Plastik gekauft haben und so weiter. Und dann haben sie hier Abgänge und einen Schlussbestand. Ja? All das kann man mit Standard-ERP-Reports messen sozusagen. Ja? Also braucht man wirklich nichts extra. Dann, der ganze Schlüssel von dem ganzen Konzept ist natürlich liegt darin, dass wir sagen, okay, alle, die in der Wertschöpfungskette sind, die müssen diesen Product Carbon Footprint geben. Ja, weil wenn ich jetzt Strom einkaufe, muss ich wissen, was ist da der Product Carbon Footprint, der da drin enthalten ist, weil ich muss das ja buchen. Frage ist, ist das realistisch? Meine Meinung, ja. Ja, und hier nochmal ein paar Hinweise, dass die das schon umgesetzt haben, bei auch wirklich größeren und internationalen Firmen. Das könnt ihr hier mal nachlesen, wie das umgesetzt wurde. Gut, im nächsten Beitrag schauen wir uns mal ein komplexeres Szenario an. Jetzt nicht nur mit ein bisschen Soll und Haben für ein Handelsunternehmen, ja, sondern wir betrachten, wie man das dann entsprechend auch in komplexeren Fällen umsetzen kann und dann auch in Systemen integrieren kann. Wie kann man das umsetzen? Das wird dann der Fokus vom nächsten Teil. Für heute aber war es das erstmal. Ja, ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verdauen können, was ich da so ein bisschen erzählt habe und habt das Konzept verstanden. Ja, wenn nicht, bitte einfach nochmal in die Kommentare reingeben oder mir hier entsprechende E-Mail schicken. Das war es dann soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und dann bis zum nächsten Beitrag.